In Meran wurde heute die traditionelle Andreas-Hofer-Feier begangen. Schützenkompanien aus ganz Südtirol, Tirol, aus dem Trentino sowie aus Bayern kamen dazu zusammen und gedachten des Todestags von Andreas Hofer am 20. Februar. Laut Angaben des Schützenbundes nahmen rund 700 Schützen an der Gedenkfeier teil. Ein Andreas-Hofer-Gedenktag ist natürlich nicht nur eine Sache der Tiroler Schützen. Und heute gehört die Europafahne ebenso selbstverständlich dazu wie die Fahnen und Farben der einzelnen Kompanien. Doch es ist auch regelmäßig so, dass die Zivilbevölkerung im Verhältnis zu den Schützen selbst einen verschwindend kleinen Teil ausmacht. Umso mehr vielleicht wurden heute nicht nur Freiheit, sondern auch Initiative thematisiert. Was vor über 200 Jahren gegolten hat, gilt auch heute noch. Wer nicht selbst die Zukunft in die Hand nimmt, wer nicht selbst die Zukunft gestaltet, dem wird sie gestaltet von anderen. Das wusste Andreas Hofer, das wussten seine Mitkämpfer und das sollten auch wir wissen. Unter den Referenten waren heuer keine aktiven Politiker. Wegen des laufenden Wahlkampfes wurden diese zwar eingeladen, aber nicht zum Rednerpult zugelassen. Stattdessen sprach unter anderem die Historikerin Margarete Luhn. Sie kritisierte zwar den vorauseilenden Gehorsam der aktuellen Politiker, machte aber ansonsten kaum parteipolitische Aussagen. Wir sind frei, über unser eigenes Schicksal und über das Schicksal unseres Landes selbst zu bestimmen. Wir haben die Freiheit, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Sie liegt in unserer Hand. Natürlich wurde die Vision eines Freistaates heute ebenso erwähnt wie die Erinnerung an den Trennungsschmerz von Österreich. Aber nicht nur Südtirol würde abgetrennt, sondern auch Welschtirol. Für uns Welschtiroler Schützen, es ist aber wichtig zu wissen, dass es unser gemeinsames Schicksal ist, und dass wir deshalb gemeinsam über ein einheitliches Tirol nachdenken. Auf ein baldiges Wiedersehen in Mantua. Schützen heil! In Mantua am 20. Februar, dem eigentlichen Todestag Andreas Hofers, wird die nächste Anlassfeier stattfinden. Auch dort vermutlich ohne größere politische Beteiligung. Aber das wäre ja eben auch nicht der Hauptsinn einer solchen Feier.